Es war schon ein Spiel mit besonderen Umständen heute Abend hier in der Johannisau. SG Barockstadt gegen VfB Stuttgart U23 stand auf der Kippe, ob gespielt werden kann. Erst am Morgen kam das Go nach den Schneefällen und den Minusgraden. Der VfB stellte hier noch einen Betreuer ab, der den Platz kurz vor dem Spiel noch ein bisschen räumte. Weit kam er nicht, kann ich dazu sagen. Und dann begann das große Warten. Der Grund: Schiedsrichter Tim Wallinger steckte im Stau auf der A5, es ging keinen Meter voran und er kam erst sehr spät, erst dieses 20 Minuten später geht es los, dann 45, letztlich waren es 50 Minuten, die vergingen erst um 19.50 Uhr Anstoß zu dieser Partie. Bei der Barockstadt fehlte der gesperrte Christian Gaudermann, für ihn Milan Habermehl in der Startelf und dann geht's auch schon gleich rein ins Spiel mit der ersten strittigen Szene, 8 Minuten gespielt. Die Stuttgarter in Grün verlieren hier den Ball und dann kommt das Zuspiel von Grobelnik auf Leon Petit und das Laufduell mit Alexander Kreuz und ja, eine rote Karte oder nicht, faul oder nicht, Schiri Wallinger sagt nein. Da kann man natürlich drüber streiten, die Barockstadt stinksauer, denn hier ein Platzverweis nach 8 Minuten hätte ein völlig anderes Spiel gegeben gegen 10 Mann und ich glaube, ein Platzverweis wäre berechtigt gewesen. An dieser Freistoß von Raul Paula, große Torchancen gab es in der ersten Halbzeit nicht, ein Schuss aus der zweiten Reihe und Samuel Zapico, wie ein Handballtorwart, wehrt er diesen Ball ab. Und dann die beste Offensivszene der Barockstadt, hier hat Rinderknecht den Ball, Nico Rinderknecht mit dem Ball auf Leon Petit. Leon Pomnitz bietet sich an und dann ein Zuckerball auf den hineinlaufenden Kevin Hillmann und sein Schuss wird abgewehrt von Stuttgarts Keeper Dennis Simon. 0:0 zur Pause, keine Tore, aber nach dem Wechsel wird es richtig spannend und es geht richtig zur Sache. Mein Team. Mein Team. Mein Team. Mein Team. Mein Team. Squadra Ima. Mein Team. Mein Team. Dein Team. Mein Team. Finde jetzt dein Team. Ja, die 800 Zuschauer warteten auf Tore im zweiten Durchgang. Und die erste Situation, die erste Chance in Führung zu gehen, hatte die Barockstadt nach dieser Flanke Kevin Hillmann und der Kopfball von Gael Grobelnik am Tor vorbei. Das war 4 Minuten nach Wiederbeginn. Die nächste Situation gehört dem VfB, ein Eckball und er landet vor den Füßen von Alexander Kreuz und wird abgefälscht zur Ecke. Eine gute Chance für die Stuttgarter. Und dann kommen wir die 63. Spielminute, der Aufreger des Spiels. Nach dem langen Ball von Samuel Zapico landet das Gerät bei Patrick Scharf und er spielt raus und jetzt passt auf Babi Stragras, gerade eingewechselt, 7 Minuten am Platz der 26er des VfB und dann diese Sense gegen Kevin Hillmann und da blieb Tim Waldinger überhaupt keine andere Wahl, als den 20-jährigen Deutschkriegen vom Feld zu stellen. Natürlich die rote Karte und die Aufregung war groß auf beiden Seiten. Aber ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Ja, hier die Stuttgarter, Patrick Scharf mittendrin. Hektik jetzt im Spiel natürlich. Und es beruhigte sich zum Glück wieder. Nico Rinderknecht kann hier von Samuel Zapico zurückgehalten werden. Und gleich gehen die Konzentration wieder zurück auf das Spiel, in dem es nicht viele Torchancen gab. Sehr, sehr wenige spektakuläre Szenen, eigentlich fast gar keine. Aber noch 2 Möglichkeiten für die Barockstadt. Erst nach diesem Eckball, der kommt jetzt wieder zu Leon Petit, fast an allen guten Situationen beteiligt. Und dann kommt der Ball aus dem Hintergrund von Kevin Hillmann. Ja, und Dennis Simon, ein großes Talent im Tor des VfB. 17 Jahre Nationaltorwart seit der U16. Ja, ein Torwart, den wir wahrscheinlich irgendwann in der Bundesliga sehen werden. Und dann dieser Ball hier von auf Marius Köhl und wieder dieser Simon hinten drin im Tor. Ja, und noch eine Szene in der 85., 88. Minute, noch später, in der Nachspielzeit schon. Kevin Hillmann hat den Ball, bringt ihn nach vorne und dann wird es noch einmal hektisch, denn nach dem Abschluss, das Zuspiel hier von Petit und nach dem Abschluss von Matteo Spial fordern die Zuschauer Handelfmeter, finde ich nicht, muss man nicht geben. Der zweite Ball handelt wieder bei Simon Endstand in diesem Spiel 0:0 und am Samstag geht's weiter mit dem Heimspiel gegen Freiberg.